Wir stehen hier auf dem Dach des Combutech-Gebäudes und das machen wir nicht zum Spaß, sondern deshalb, weil das Dach der Welt eine ganz wichtige Rolle in Far Cry 4 spielt. Ganz genau so ist es. Am 20. November diesen Jahres soll es rauskommen. Und hat als Spielwelt einen fiktiven Ort, der Kyrat heißt, erfunden logischerweise, wahrscheinlich auch wegen politischen Dingen, damit es keinen Ärger gibt. Und der ist eben im Himalaya-Gebirge, also muss man sich optisch sowas Ähnliches vorstellen wie in Uncharted. Ganz genau, wie bei Uncharted. Und das Szenario gibt da super viele Möglichkeiten her, was das Gebiet angeht. Die Berge, Höhlen, Wasserfälle, Wüsten eventuell, Eiswüsten. Steppe, Nebel kann ich mir vor allem gut vorstellen, wenn ich mir so nebelverhangene irgendwie Berghänge und so weiter. Sieht man auch alles schon auf dem offiziellen Artwork, das es zum Spiel gibt. Ja. Da ist eben auch der Bösewicht, ein Despot, drauf abgebildet, hat so einen pinken Anzug und irgendwie so Schlangenlederstiefel an. Und er sieht so ein bisschen aus, finde ich, so wie so ein jüngerer David Bowie. Ja, so eine Art James Bond Bösewicht meets David Bowie, Popkulturen, weiß der Geier, wie der drauf sein wird. Woher er kommt, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, wie er heißt. Das wird alles noch verraten auf der E3, wo es eben auch Gameplay-Material geben wird, wahrscheinlich. Genau, da will Ubisoft das Ganze dann endlich mal vorspielen, auch in Bewegung. Und was auch noch sehr, sehr interessant ist, finde ich, dass man gleich mal den ersten DLC oder den Vorbesteller-DLC mit angekündigt hat. Der dreht sich um den Hulk. Ja, der ja schon bei Far Cry 3 zu sehen war, zu erleben war in dem DLC für Far Cry 3. Macaw Monkey, about yay big, wears a vest. With about a pound of C4 strapped to. Monkey Business hieß der. Ganz genau. Und er bringt eine Harpunenwaffe mit, die auch schon angekündigt worden ist. Ja, man wird sehen, was man damit alles anstellen kann. Geplant ist einfach, dass man dann die Harpune benutzen kann gegen Gegner oder Tiere. Und Tiere, gutes Stichwort. Man sieht auch auf einem Artwork schon einen Elefanten. Elefant, ja. Und das finde ich ziemlich cool. Aber auch nur dann bitte, wenn es nicht eine Möglichkeit gibt, die zu jagen. Da glaube ich aber, da wäre Ubisoft dann auch schlecht beraten, wenn man sowas macht. Ich hoffe also, dass man da vielleicht auch ein bisschen auf die Kritik vom letzten Teil eingeht, weil ja manche wirklich gesagt haben, sie finden es blöd, irgendwie Tiger zu jagen oder sowas. Deswegen könnte es gut sein, dass man diesmal vielleicht auch so eine Naturschutznummer da mit einbaut, die sich um die Elefanten dreht zum Beispiel. Fände ich toll. Das wäre schön, ja. Das ist vielleicht nicht unbedingt zu erwarten, aber es wäre schön. Aber wir werden sowieso sehen, was dann noch alles angekündigt wird an Infos und Details, die dann rauskommen. Gibt es Fahrzeuge, was für welche? Dieses ganze Himalaya-Gebirge, das bietet ja auch super Möglichkeiten, um da durch die Gegend zu fliegen. Man wird sehen. Und vor allem, wer ist der Held? Ja, wer ist das? Wer wird das sein? Bis dahin sind wir unsere Helden und verabschieden uns. Genau, und sind gespannt.